Sportlerwahl 2013. Durch den Abend führt sie Sibylle Brunner. Herzlich willkommen, schönen Abend, meine Damen und Herren. Da unten im Publikum, da sitzen sie, unsere Heldinnen und Helden, unsere Idole von ganzen Generationen, und sie zeigen es uns jeden Tag vor, wie man mit harter Arbeit an sich selbst, mit beinhartem Training, mit der Konzentration auf das Wesentliche und ausgestattet mit einem unbändigen Siegeswillen auf die Erfolgsstraße gelangen kann und wie man dann auf dieser Erfolgsstraße eines nicht vergisst: ein Mensch zu bleiben, nämlich ein Mensch mit Herz, mit Spaß an der Freude, mit Gefühl und Gespür für all diejenigen, die diese Erfolge mit ihrer eigenen Arbeit begleiten, und natürlich auch mit Herz für die Fans. Wir küren heute die beliebtesten Tiroler Sportlerinnen und Sportler des abgelaufenen Jahres. Und diese Idole, die brauchen natürlich ihrerseits wieder andere Menschen. Das sind ihre Teams, das sind ihre Serviceleute, ihre Trainer, ihre Betreuer in mentaler und in körperlicher Hinsicht. Und sie brauchen auch und vor allem verständnisvolle Familien und Freunde. Für Sie alle bitte ich Sie zu Beginn dieses Abends um einen ganz, ganz herzlichen Applaus. Dieses Fest des Sports ist auch Ihr Fest. Tirol hat gewählt, meine Damen und Herren, und jetzt wollen wir es wissen. Wer sind Sie denn? Die beliebtesten Tiroler Sportlerinnen und Sportler des abgelaufenen Jahres. Wer sind die Sportler, die in diesem Jahr für besonders viel Emotionen gesorgt haben und denen von Seiten der Fans die größten Sympathien entgegengeflogen sind? Wir starten mit unserer ersten Kategorie, der Kategorie Behindertensport. Eine Kategorie mit ganz besonders herausragenden Leistungen. Und zur Präsentation dieser Kategorie begrüße ich jetzt hier bei uns einen Mann, der gemeinsam mit seinem Pendant beim ORF Tirol diese Tiroler Sportlerwahl alljährlich gemeinsam betreut und auswertet, einer der beiden Sportchefs der Tiroler Tageszeitung, Florian Madl. Schönen guten Abend. Florian, die erste Kategorie des heutigen Abends, die Kategorie Behindertensport. Wer sind die Nominierten? Beginnend mit Hubert Aufschneider, dem Sportschützen aus Wörgl, Weltmeister, Europameister, Paralympicsieger. Martin Falch, Adler vom Arlberg, Triathlet, Skifahrer, im vergangenen Jahr Cross-Triathlon-Weltmeister. Marco Glatzl, Sportburg-Schüler, im vergangenen Jahr zum dritten Mal österreichischer Jugendmeister im Schwimmen. Martin Legner, er feiert im vergangenen Jahr seinen sage und schreibe tausendsten Sieg im Doppel. Last but not least, Roman Rabl, ein wilder Hund auf der Skipiste, im vergangenen Jahr erstmals Weltcupsieger und heuer Teilnehmer der Paralympics in Sochi. Das sind die Nominierten in der Kategorie Behindertensport, und es wird zum ersten Mal an diesem heutigen Abend spannend. Florian Madl, wer ist der erste Gewinner des heutigen Abends? Zum vierten Mal, und es ist mir eine große Ehre, ihn hier auf der Bühne zu begrüßen, Martin Falch. Martin Falch ist der Tiroler Behindertensportler des abgelaufenen Jahres. Und die Laudatio auf Martin Falch, unseren Tiroler Behindertensportler des abgelaufenen Jahres, wird jetzt eine Frau halten, die wohl am besten einschätzen kann, wie groß die Leistungen des Martin Falch sind. Sie ist die bekannteste und erfolgreichste Behindertensportlerin Österreichs. Claudia Lösch, schönen guten Abend. Ja, lieber Martin, ich kann mich noch erinnern, also ich kenne dich mittlerweile 12 Jahre, was quasi die Hälfte meines Lebens ist. Wie ich damals zum Skiteam dazugekommen bin, habe ich dich am Anfang als sehr ruhigen, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr ehrgeizigen Menschen kennengelernt,
der auch einfach gern viel am Material herumgedüftelt hat und der vor allem eine Stärke hatte, nämlich seine Kampfkraft. Ich kann mich erinnern, 2004 bei der Weltmeisterschaft in der Wildschnau hast du dir einen Schleidertrauma geholt und bist damit Halskrause zu Slalombronze gefahren. Und ich denke, das ist etwas, was sich einfach in meinen Augen durch deine ganze Karriere durchzieht, dass du einfach mit Rückschlägen, egal welcher Art, immer sehr, sehr gut umgehen konntest, also auch aus dem familiären Umfeld und so weiter. Und ja, mit dieser Art und mit dieser deiner Kampfkraft hast du auch mich immer sehr beeindruckt. Und ja, jetzt dein vierter Victor mittlerweile, gratuliere dir dazu sehr, sehr herzlich. Cross-Triathlon-Weltmeister im vergangenen Jahr und noch dazu dann die Qualifikation für Sochi geschafft, wo wir, denke ich mal, beide eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander hatten. Und ja, ich freue mich sehr für dich. Gratuliere. Wir sind bei der nächsten Kategorie, der beliebtesten Tiroler Sportlerin des abgelaufenen Jahres. Die kleine, aber ganz große Angie Eiter war es, die im vergangenen Jahr den Victor hat entgegennehmen dürfen. Wer wird es diesmal? Ein Mann hat uns die Nominierungen mitgebracht. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Tiroler Sportlerwahl-Mitorganisator ORF Tirol Sportchef Fried Lentsch. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ehrgeiz, Charme, Disziplin, Sportlichkeit, all das wirst du uns jetzt präsentieren. Die 5 Nominierten zur Wahl der Tiroler Sportlerin des Jahres, Fried. Janine Flock, die schnellste Österreicherin im Eiskanal, nicht erst seit der Bronzemedaille bei der EM gehört sie zur fixen Szene der Skeleton-Partie. Niki Hosper, die Außerfernerin, eine der komplettesten Skifahrerinnen der Gegenwart, holt sich WM-Silber in der Superkombi und Gold im Team. Elisabeth Osel, die Ausnahmekönnerin auf dem Mountainbike, gewinnt ihr Heimrennen, das Kitzalbike, und wird 8. bei der Europameisterschaft. Franziska Bär ist beim Armbrustschießen die ganz große Gewinnerin, gewinnt bei der Heim-Europameisterschaft 3 goldene und 2 silberne. Anna Stör, die Sportkletterin, die im Bouldern in neue Dimensionen emporklettert, Europameisterin, Vize-Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin und Militärweltmeisterin. Das sind die Nominierten und die Tiroler Sportlerin des Jahres 2013 ist Fried Lentsch. Ja, müssen Sie schauen. Anna Stör. Die Sportkletterin Anna Stör ist die Tiroler Sportlerin des Jahres. Und die Laudatio auf Anna Stör, die wird jetzt ein Mann halten, der ihr langjähriger Trainer ist, ihr Mentor, einer der führenden Klettertrainer in Österreich. Begrüßen Sie mit uns Rupert Messner. Anna, die große Dame des Bouldersports, kenne ich seit ihrem 8. Lebensjahr. Das sind nun 18 Jahre. Heute, auf den Tag, feiert sie ihren 26. Geburtstag. Wir werden auf Sie anstoßen. Als Anna zu unserem Kletterteam in Innsbruck dazugestoßen ist, war der sportliche Erfolg noch nicht vorgezeichnet. Jedoch war sie sehr versiert, vielseitig, aufgeweckt und extrem motiviert. Eine konsequente Arbeit an Schwächen, ihr sportliches Talent und der Fokus auf Stärken ebneten den Weg zu Siegen in der Jugend, die Bereitschaft für Veränderungen und neue Ansätze, die Offenheit und vor allem die mentale Zugänglichkeit machten ihre heutige Vormachtstellung möglich. Trotz dieser unglaublichen Dominanz blieb Anna immer bodenständig. Ein Streben nach Siegen oder Platzierungen hat es nie gegeben. Dafür stehen bei ihr die eigene sportliche Leistung, der Spaß am Klettern und der Reiz des Wettkämpfens im Vordergrund. Bezeichnend für Anna ist ebenfalls, dass sie im Wettkampf mit allen mitfiebert, ja sogar mitleidet, jedem und jeder den Erfolg gönnt und wünscht. Und das ist vielleicht ein Grund, wieso sie letztes Jahr eines ihrer Karriere-Highlights feiern durfte, als sie mit Kilian gemeinsam den Europameistertitel gewann. Angst hat Anna höchstens vor Hunden. Vielleicht klettert sie deshalb so stark und so hoch, Hunde bekanntlich nicht. Wir wünschen dir, liebe Anna, dass du auch heuer und in Zukunft so stark bleibst und uns in so mancher Quali zittern lässt, wie es manchmal vorkommt,
und dafür in den Finales umso heftiger jubeln lässt. Herzliche Gratulation. Und unseren Viktor für die Tiroler Sportlerin des Jahres, meine Damen und Herren, den hätten wir natürlich auch ihrem Trainer Rupert Messner geben können. Aber das wollten wir dann doch nicht so richtig. Das heißt, wir haben ein bisschen getrickst. Wir haben diesen Viktor auf die tausende Kilometer weite Reise geschickt und Anna hat sich so gefreut, dass sie uns das wissen lassen wollte. Und deshalb meldet sie sich jetzt in unsere Tiroler Sportlerwahl. Hallo Anna. Ni hao aus China. Ich bin leider 8000 Kilometer von euch weg. Aber ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend im Kongress. Ich wäre wahnsinnig gern bei euch. Und ich freue mich irrsinnig, dass ich den Viktor bei mir haben darf und zum ersten Mal die Tiroler Sportlerin des Jahres geworden bin. Ich fieber schon lange auf den Moment hin und bin wirklich froh, dass es heuer geklappt hat. Deshalb einen herzlichen Dank an alle, die für mich gewotet haben. Im Sportland Tirol ist es doch sehr schwierig, unter so vielen Konkurrentinnen sich durchzusetzen. Alle Mädels haben wahnsinnige Leistungen erbracht und ich bin wirklich stolz, dass ich heuer den Viktor mit nach Hause nehmen darf. Ich wünsche euch noch einen super schönen Abend im Kongress. Stoßt auf mich an und ich muss leider wieder an die Wand und meinen Wettkampf bestreiten. Sehr schön. Ja, und wir, Rupert Messner, wir sagen Shangri-Kuai-Le. Ja, Shangri-Kuai-Le. Alles Gute zum Geburtstag der Anna und alles Gute zur Tiroler Sportlerin des Jahres 2013. Dankeschön. So geht's, meine Damen und Herren, wenn man plötzlich schon zu etwas verpflichtet wurde, was man zu Beginn des Abends nicht einmal ahnen konnte. Wir sind bei unserer dritten Kategorie und da steht der Teamgeist im absoluten Mittelpunkt. Das perfekte Zusammenspiel, die perfekte Harmonie von sportlichen und mentalen Kräften. Es geht um die Mannschaft des Jahres. Schauen wir uns die Kandidaten an. Florian Madl, wer sind denn die Nominierten? Beginnend mit dem Hypo-Tirol Volleyballteam, gerade in der Finalserie im vergangenen Jahr Vizemeister. Wolfgang und Andreas Linger, im vergangenen Jahr WM-Dritte, die heuer mit ihrer olympischen Silbermedaille die Karriere beendeten. Die nordischen Kombinierer Bernhard Gruber und Willi Deni für im vergangenen Jahr Vize-Weltmeister im Teamsprint. Die ÖSV-Skispringer, im vergangenen Jahr mit Manuel Fettner und Gregor Schlierenzauer, den beiden Tirolern, Teamweltmeister. Und die Swarco Raiders, mittlerweile ein sportlicher und Event-Fixpunkt, im vergangenen Jahr Vizemeister Österreichs und Europol-Finalist. Das sind die Nominierten und der Viktor für die Mannschaft des Jahres 2013 geht an. Sibylle Heuer war es sehr spannend, es war eine wirklich knappe Entscheidung. Die Entscheidung fiel mit 0,04 Prozentpunkten Vorsprung zugunsten unserer Rodel-Olympiasieger aus. Andreas und Wolfgang Linger sind die Tiroler Mannschaft des Jahres 2013. Und ich sehe zwei strahlende junge Männer hier zu uns auf die Bühne kommen. Klatschen Sie sie ein, meine Damen und Herren. Andreas und Wolfgang Linger, die Mannschaft des Jahres. Eine Laudatio, meine Damen und Herren, auf so herausragende Sportler zu halten, eine so lange und bewegte Karriere zu würdigen, zu verstehen, wie da zwei Sportler und zwei Brüderseelen miteinander in Einklang arbeiten sollen, das ist ja keine einfache Sache. Oder vielleicht doch, dann nämlich, wenn es Ähnlichkeiten gibt. Dann nämlich, wenn man sich sogar schon einmal sportlich ausgetauscht hat. Und deshalb war dann irgendwann mal ganz klar, wer die Laudatio auf Andreas und Wolfgang Linger halten muss. Sie gehören zu den weltbesten Alpin- und Speedkletterern. Sie sind Brüder, sie sind echte Stars und sie kommen aus Bayern, die Huberburm.
Servus. Ja, also über euch ist einmal geschrieben worden, dass wenn Brüder zusammenarbeiten, werden Berge zu Gold. Das habe ich bei euch auf der Homepage gelesen. Und ich muss ehrlich sagen, Gold ist für euch immer für einen außergewöhnlichen Moment. Und ihr habt es zweimal hintereinander geschafft, eine Goldmedaille. Es ist ja fast historisch. Und für uns gibt es natürlich keine Goldmedaille, wenn wir zwei am Gipfel stehen. Also das haben wir immer ganz allein. Aber für uns sind es auch sicher eine außergewöhnliche Momente. Und in dem Sinn, glaube ich, ist das ja ziemlich ähnlich. Und auf einmal durch Zufall sind wir dann einmal zusammengekommen. Und zwar, ihr habt uns eine E-Mail geschrieben und ihr wollt klettern, weil Bergsteiger seid ihr auch ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, ja, kommt auf Bayern und dann nehmen wir euch mit ans Seil. Ja, du, das war schon wirklich spannend. Ich meine, man merkt ja bei euch, ihr seid wirklich ganz generell begabte Sportler. Das merkt man bei euch im Fels. Nur, wie du da mit der Frage gekommen bist, ja, wie ist jetzt das so vom Niveau her? Da habe ich mir gedacht, ja gut, also an eine Anna Stör oder an einen Jakob Schubert kennt es jetzt nicht. Das heißt, wenn es weiterhin Weltmeister sein möchte, dann schon besser im Rodelsport, nicht im Klettersport. Gell? Weil ich sage mal, selbst in Tirol tut es ja, ich meine, Tirol ist ja wirklich Weltspitze im Bergsteigen und Klettern. Da habt ihr keine Chance, bleibt beim Rodelsport. Aber die Revanche, die ich dann gespürt habe, das war einfach die Einladung nach Eagles. Und ich kann euch nur sagen, wie uns zwei der Reis gegangen ist, wie wir mit euch da durch diesen Kanal runterpfiffen sind. Also kann ich nur sagen, jeder, der nicht so diesen wahnsinnigen Respekt vor diesem Sport hat, da sollte es nur einmal geben, durch diesen Eiskanal, mit einem richtigen Sportler, der das kann, da durchzupfeifen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und da ist man dann wirklich nur Passagier. Aber am Kugelbachbauern, nachdem wir geklettert sind, haben wir so ein bisschen über unsere Karrieren geredet oder über eure. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen eigentlich noch ganz schön lang klettern. Und ihr habt irgendwann schon mal gesagt, ihr wollt irgendwie dann einmal aufhören. Und zwar wollt ihr aufhören nach Sochi, weil da möchtet ihr was Historisches schaffen. Und zwar die dritte Goldmedaille hintereinander. Oder? Stimmt doch. Ja, genau. Und dann gibt es eigentlich eine Regel im Sport. Wenn es passt, kann man nichts falsch machen. Und bei euch hat es einfach immer passt. Aber es gibt auch eine Regel. Wenn es dann einmal nicht mehr so passt, kann man plötzlich nichts mehr richtig machen. Und ausgerechnet vor Sochi, da wo es ja die Historie dann dingfest machen müsst, da ist dann immer so gelaufen. Wir haben uns im Kufenstübel, Echostübel getroffen und da haben wir drüber geredet. Und dann habe ich euch bloß noch gesagt, ich bin nach Patagonien gefahren, klappt es an euch. Ich drücke euch die Daumen und ihr habt einen kühlen Kopf bewahrt und aus dem Nichts, wie Phönix aus der Asche, seid ihr aufgestanden. Und in Sochi habt ihr alle gesorgt, für was ihr zustande seid. Und ihr seid wirklich die Größten. Und es hat mich so unglaublich gefreut, was ihr da geschafft habt. Und das ist für uns man auch kann historisch. Ja, sagen, ja, dreimal Gold, aber ihr habt auch so etwas Historisches erreicht. Ihr seid einfach die erfolgreichsten Brüder als Rodler. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Und da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist ein Wahnsinnsende für eine erfolgreiche Karriere. Und von unserer Seite kann man nur viel Glück für die Zukunft wünschen. Ihr habt ja sicher jede Menge Projekte und da braucht man immer gewisses Glück, damit die realisiert werden können. Und am Ende halt vor allem die Gesundheit. Das ist das, was der Thomas und ich euch wünschen. Und mich würde nur eins interessieren, was macht ihr jetzt? Möchtet ihr Kletterer dann werden oder was? Oder wie schaut es jetzt aus, die Zukunft? Wird schwer. Okay, alles klar. Ey, macht's es gut, hey, super und schön, dass wir da sein dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt man sich denn so jetzt als frisch gebackener Vater und Rodelpensionist? Oh, das sind schwierige Fragen. Zum Papa sein, ja, ist eine total eine tolle Erfahrung und macht eine riesen Gaudi. Wächst und gedeiht, der kleine Bub. Und ja, zum Rodelpensionisten kann ich jetzt noch nicht allzu viel sagen. Ich fühle mich auch noch nicht wirklich als Pensionist. Zu davor vielleicht. Wir schauen, glaube ich, leider so jung aus, weil wir uns beim Bundesheer rasieren müssen. Die zwei haben die Pflichten nicht. Und die Haare halbwegs kurz haben müssen. Also ganz so jung, wie wir ausschauen, sind wir dann doch nicht. Es ist, glaube ich, schon ein guter Zeitpunkt, in Sportpension, wenn man so will, zu gehen. Und wer uns kennt, weiß, dass wir nicht langweilig kriegen.
und auch mit Sicherheit nicht wie Pensionisten ausschaut. Aber noch einmal, der Wolfgang ist ja schon zweifacher Vater, hat also da schon einige Erfahrungen. Tauscht ihr euch jetzt aus? Gibt es von dir so einige Tipps, du, um die Wach zu halten, trinkst sieben Kaffee oder sonst irgendwas? Nein, er hat ja einen natürlichen Wecker jetzt daheim, also er muss sich nicht irgendwie wach halten. Nein, natürlich hat man früher über das Rodeln geredet und jetzt redet man über das Windelwechseln und die Sachen. Da wird natürlich ausgetauscht, ja, und ist ganz gut so. Okay, wer ist denn der bessere Windelwechsler? Ja, mein Ziel war, dass ich bald einmal wieder aus dem Auto komme, aus dem Windelwechseln. Ich bin gerade dabei, Ihnen das beibringen. Unter Minuten, ich weiß nicht, ob du das einmal zusammengebracht hast. Also da geht es dann auch um tausendstel Sekunden. Unsere Mannschaft des Jahres 2013, meine Damen und Herren, Andreas und Wolfgang Linger. Dankeschön. Wir sind bei unserer nächsten Kategorie, bei einer ganz besonderen Kategorie im Rahmen der Tiroler Sportlerwahl. Die Sportchefs der Tiroler Tageszeitung und des ORF Tirol verleihen alljährlich den Special Award für langjährige, für herausragende Leistungen im und rund um den Sport. Karl Schranz war schon unter den Preisträgern, Peter Schröcksnadel, Toni Innauer, Heinz Kinnegartner zum Beispiel im letzten Jahr. Und der Special Award Preisträger 2013. Fried Lentsch, wer darf denn heuer den Victor entgegennehmen? Na, es ist einer, an den man vielleicht im ersten Moment nicht gleich denkt. Aber wenn man die Historie kennt, wenn man den Mann kennt, der 20 Jahre lang einen Sport, seinen Sport mehr oder weniger aufgebaut hat, weiterentwickelt hat und perfektioniert hat, dann war uns in der Sportredaktion vom ORF Tirol und den Kollegen bei der Tiroler Tageszeitung sofort klar, der muss es werden. Der Sieger des Special Award 2013 heißt Andrew Hormond. Er ist der Erfinder, der Vater einer Kultveranstaltung. Das ist der Beginn der bewegten Geschichte. 1994 wird die Veranstaltung eher zufällig am Bergisel ausgetragen und wird gleich zum großen Kassenschlager. In den späten 90er Jahren wird Aaron Style zur trendigen Marke. Die Mischung aus den besten Freestyle-Snowboardern und Live-Musik begeistert die Fans. Mehr als 20.000 pilgern jährlich auf den Bergisel. Someone's gotta shout out to Ventures. 1999 passiert das Unfassbare. Bei einer Massenpanik sterben 5 junge Leute. Es ist die schwärzeste Stunde in der Geschichte des Aaron Style. Die Zuschauertragödie ist eine Zäsur. Die Firma schlittert in wirtschaftliche Turbulenzen. Ihr Mastermind kämpft jahrelang mit schweren Depressionen. Nach über 8 Jahren Pause kehrt der Contest auf den Bergisel zurück. Erst in den letzten Jahren verspürt er wieder Spaß an der Arbeit. Durch ihn wird Aaron Style, das ehemals rein Tiroler Produkt, zum globalen Player. Peking, Moskau und jetzt die USA. Der Verkauf an die Snowboard-Ikone Shaun White eröffnet dem Aaron Style Contest völlig neue Dimensionen. Special Award 2013 im Rahmen der Tiroler Sportlerwahl geht an Andrew Hormond und ich darf ihn jetzt zu uns auf die Bühne bitten.
Und da kommt er ganz bescheiden, ganz ruhig, nimmt er den Victor, den Special Award 2013 im Rahmen der Tiroler Sportlerwahl entgegen Andrew Hormond. Und die Laudatio, meine Damen und Herren, auf Andrew Hormond hat ein Mann, der einiges gemeinsam hat mit ihm. Beide sind absolut Snowboard-verrückt. Beide haben den allerersten Air and Style Contest am Berg Isel veranstaltet. Beide sind, und das muss man einmal auch so sagen, hervorragende Organisatoren. Unser Laudator ist einer der bekanntesten Profi-Snowboarder seiner Zeit. Jetzt lebt er in Rumänien, wo er eben, weil er ein Organisationstalent ist, höchst erfolgreich Abenteuercamps veranstaltet. Wir begrüßen unseren Laudator Martin Frey-Nademetz. Heute in der Früh war ich noch in der Türkei, vorgestern in New York, aber es wird nicht jeden Tag ein Snowboarder mit einem Preis geehrt und daher für mich auf jeden Fall ein Grund, hier mit euch gemeinsam zu sein. Andrew Hormond ist unumstritten der Vater des Aeon Styles, aber er ist für mich auch die Persönlichkeit, die den Grundschliff meines sportlichen Werdeganges getätigt hat und somit sehe ich ihn auch als den Vater meines Erfolges. Heute ist ein Tag zum Feiern, ein Tag, an dem wir Andrew für seine Verdienste in unserem Land danken wollen. Herzliche Gratulation, Andrew. Alles Gute. Andrew, 1966 in Wales geboren, als Kind hierher nach Tirol gekommen, wechselvolle Geschichte und dann dieses weltbekannte, dieses große Unternehmen Air and Style gegründet. Ja, jetzt frage ich einmal ohne jede politische Korrektness, hat es jetzt da einen Briten gebraucht, um das in Tirol zu machen? Naja, das war ja alles Zufall. Also ich bin ja eigentlich als Fotograf lieber hinter der Kamera gewesen als vor der Kamera, muss ich auch sagen. Aber Air and Style war schon eher ein Zufallsprodukt damals aus unserer Szene raus. Wir haben ja wirklich eine tolle Snowboard-Szene in Innsbruck gehabt und das liegt ja nicht nur an mir, was passiert ist, sondern die ganze Snowboard-Szene, die Dynamik der Jugend damals und ich glaube, das ist eher der Grund. Aber die britische Gelassenheit, die sagen Ihnen alle nach. Ich glaube, wir sehen sie jetzt auch im Moment. Hat diese britische Gelassenheit Ihnen auch ein bisschen geholfen, kritische Situationen über die Jahre hinweg zu meistern, wie wir sie jetzt vereinzelt auch gesehen haben? Ja, natürlich. Also bei Air and Style hat es nicht nur schöne Tage gegeben, sondern auch sehr traurige Tage gegeben. Und da hat man schon sehr gute Nerven gebraucht und sehr viel Ruhe gebraucht, um da durchzukommen und das ganze 20 Jahre zu machen. Andrew Hormond, Sie sind dreifacher Vater jetzt. Sie haben die Mehrheitsanteile am Air and Style vor kurzem, wie wir gehört haben, an Shaun White, einem Weltstar, übergeben. Wollen Sie es jetzt ein bisschen ruhiger angehen? Nicht wirklich. Die Entscheidung, an den Shaun White zu verkaufen, ist natürlich auch eine strategische. Es ist sehr schwierig für eine kleine Firma in Innsbruck die Welt zu erobern. Und mit einem Partner im Team wie einem Shaun White, einem Hollywood-Star, gehe davon aus, dass das viel besser machbar sein wird. Wir gratulieren auf alle Fälle ganz, ganz herzlich für den Special Award Andrew Hormond, unser Victor-Preisträger 2013. Dankeschön. Wettbewerbserprobt, meine Damen und Herren, dann sind natürlich alle unsere Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Abends. In genau zwei Wochen, da geht in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ein Wettbewerb über die Bühne, der alljährlich rund 170 Millionen Zuseherinnen und Zuseher vor die Fernsehschirme bringt. Der Eurovision Song Contest. Und Österreichs Beitrag, der hat schon im Vorfeld für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. In Amsterdam, in Paris, in London, in New York, da reist man sich derzeit darum, ein Interview mit einer Dame zu bekommen, die viele begeistert und auf alle Fälle niemanden kalt lässt. Ihre Stimme, ihre Erscheinung, ihre Persönlichkeit, ihre Coolness.
Ich finde sie ganz einfach umwerfend. Am Dienstag, da ist sie schon auf dem Weg nach Kopenhagen. Aber heute Abend ist sie hier bei der Tiroler Sportlerwahl mit ihrem Beitrag zum Eurovision Song Contest 2014. Rise like a Phoenix, Conchita Wurst. Walking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light of life, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, I'll rise up to the sky. Down, but I'm gonna fly and rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're meine Damen und Herren, kommt jetzt TT-Sportchef Florian Madl. Es geht um die nächste, um die vorletzte Kategorie bei unserer Tiroler Sportlerwahl. Und die hat mit dem Special Award Florian eines gemeinsam. Die Sportchefs der beiden Medien entscheiden, wer den Viktor erhält. Es geht um den sportlichen Aufsteiger oder die sportliche Aufsteigerin des abgelaufenen Jahres. Und um das herauszufinden, haben die beiden Sportredaktionen der Medien übers ganze Jahr hinweg alle Nachwuchssportler in Tirol ganz genau beobachtet und sich ein Bild geschaffen. Florian, der Viktor in der Kategorie Aufsteiger des Jahres geht an wen? Ja, Sibylle, die Dame, von der wir hier sprechen, war bei der letzten Hochblüte des Eisschnelllaufsports noch nicht einmal auf der Welt. Manche in diesem Saal werden sich daran erinnern, im Jahr 1994, Emesche Hunja, die ihr Eiswalzer auf der Eisbahn von Lillehammer, viele Leute hat es berührt und bewegt. Diese Dame nährt die Hoffnung, dass es eines Tages wieder so ist. Vanessa Bittner. Vanessa Bittner ist die Aufsteigerin des Jahres und wir bitten Sie zu uns auf die Bühne. Told me I
I'm a self-machine. I saw the mirror staring back at me, and it told me I'm a self-machine. Egal ob auf Kufen oder Rollen, sie ist Weltklasse. Sie gewinnt 2013 Inline-Europacups und mit ihren 18 Jahren gleich 6 Staatsmeistertitel, je 3 auf Straße und Bahn. Ihre größten Erfolge feiert sie aber auf dem Eis. Die Innsbruckerin startet bei den Europameisterschaften, holt Gold bei den Junioren-Weltmeisterschaften über 1000 Meter und Silber auf ihrer eigentlichen Paradedisziplin, den 500 Metern. Außerdem qualifiziert sie sich mit Top-Ergebnissen im Weltcup für die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Sie läuft sogar 2 österreichische Rekorde und übertrifft so die große englische Hunyadi, als deren legitime Nachfolgerin sie schon jetzt gilt. Und hier ist sie, Vanessa Bittner, die Aufsteigerin des Jahres 2013. Vanessa Bittner mit dem Viktor, beide passen sie wunderbar zusammen, muss man sagen. Und die Laudatio auf Vanessa Bittner hält ein Mann, der einst selbst ein großer Eisschnellläufer war. Jetzt ist er Vanessas Mentor. Er war zweifacher Olympiamedaillengewinner und er war Sportler des Jahres 1986. Wir begrüßen ihn ganz herzlich hier bei uns, Michael Hatschiew. Es waren viele Jahre her, wo ich noch voll aktiv war, wo ich bereits einen kleinen Flo auf dem Eis gesehen habe, der talentiert war, der vom Eislauftechnischen wirklich schon sehr überzeugt hat. Und ich habe es also nur so im Augenwinkel ein bisschen mitbekommen, weil bei mir ist gerade die Saison dem Ende zugegangen, wie bei den Lingers, wo es halt irgendwann einmal die Sportpension zwinkert. Und da habe ich also schon gesehen, es kommt ein bisschen was nach. Habe mich aber dann nicht wirklich so dafür interessiert und ich bin jetzt wirklich so stolz, ich bin richtig stolz, dass ich hier stehen kann und der Vanessa dafür gratulieren, dass sie es jetzt schon in den jungen Jahren geschafft hat, was ich in meiner Jugend nicht so brillant geschafft habe. Also bei mir war es erst etwas später, nachdem ich mit der Schule fertig war. Und die Vanessa hat jetzt also schon meine Fußstapfen, in die kommt sie jetzt schon locker rein und ich glaube auch, dass die Zukunft von ihr wirklich sehr vielversprechend ist und wenn man sieht, ich meine, Schnelllaufen ist wirklich das, was sie jetzt schon perfekt kann. Sie hat dazu noch ein sehr großes Hobby und man hat es kurz im Filmbericht gesehen, also das Inlineskaten, da ist sie auch schon extrem erfolgreich gewesen. Jetzt ist natürlich irgendwann einmal aus dem Hobby nur mehr ein Trainingsmittel geworden, aber ich denke, diese Zweigleisigkeit, also nicht nur auf eins konzentrieren und die Freude am Sport dabei zu haben, wir haben es heute schon gehört, ein Lächeln im Gesicht zu haben wie die Anna Stöhr, das kann ich also Vanessa nur zugestehen. Sie ist wirklich jemand, der die Sachen einfach so annimmt und sich keinen großen Kopf macht und einfach loslegt und sagt, okay, ich laufe und ich möchte gewinnen. Und dieses Gewinnen ist ihr wirklich anscheinend in die Wiege gelegt, weil was man mit dem Alter schon an Erfolgen vorweisen kann, das macht mich wirklich stolz. Jetzt, glaube ich, ist es wieder Zeit, dass wir in Österreich eine Galionsfigur bekommen, so wie es die Emische vielleicht schon war und die Vanessa hoffentlich werden wird. Ich danke dir für deine guten Leistungen und ich hoffe noch auf sehr viele Erfolge. So, wir sind bei unserer finalen Kategorie in unserem Festabend der Wahl der Tiroler Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Wer hat die Fans am meisten begeistert? Wir küren den Tiroler Sportler des Jahres. Das heißt, wer hat vermehrt bei uns allen für schnelle Puls- und Herzschläge gesorgt? Wo hat's uns vom Sofa in die Höhe getrieben, weil wir einfach nicht mehr auf dem Sitz bleiben konnten? Fred Lentsch hat die Nominierten für den Tiroler Sportler des Jahres. Daniel Federspiel ist der erste aus Imst, der Vorzeige Mountainbike im Eliminator-Bewerb, das Maß aller Dinge, Vize-Weltmeister, Europameister.
Lukas Hinterseer, der einzige Lichtblick bei Wacker Innsbruck, Top-Torschütze und er schafft erstmals den Sprung ins Nationalteam. Dominik Landerdinger, die Konstante, die Tirols Konstante im Biathlonsport, schafft zwei Top-6-Plätze bei der Weltmeisterschaft, Weltcup Dritter. Mario Matt, der Mann, der seit Jahren, ja Jahrzehnten in der Weltelite des Slaloms unterwegs ist, schafft mehrere Podiumplätze, Bronze bei der Heim-WM. Und Gregor Schlierenzauer, der Rekordmann im Skispringen, Sieger der Vierschanzentournee, Gesamtweltcup-Sieger, holt zwei Silbermedaillen bei der Weltmeisterschaft. Also die Nominiertenriege, die ist ja wahrlich eindrucksvoll. Da fällt die Wahl schwer. Die Wahl hat das Tiroler Publikum getroffen. Haben die Fans des jeweiligen Sportlers getroffen. Wer ist Sportler des Jahres, Friedlensch? Ja, du hast gesagt, eine hochkarätige Runde sozusagen. Und da steht ein Name drauf. Und der heißt Sportler des Jahres 2013, Mario Matt. Sportler, der beliebteste Tiroler Sportler des abgelaufenen Jahres. Und den Viktor bekommt er aus den Händen von Fred Lentsch. Kann es denn, meine Damen und Herren, einen würdigeren Tiroler Sportler des Jahres geben? Mario Matt. Er hat die Höhen und die Tiefen einer Sportlerkarriere kennengelernt, wie ich glaube kaum ein anderer. Ohne Hilfe und ohne Menschen, die da immer wieder an ein Comeback glauben, die an den Menschen selbst glauben, geht das nicht. Und ein solcher Mensch ist am heutigen Abend der Laudator für Mario Matt, sein langjähriger Trainer und ganz sicherlich mehr als das. Begrüßen Sie mit mir Gerhard Aserlechner. Lieber Mario, sehr geehrte Damen und Herren, vor 14 Jahren hat der Günter Mahrer zu mir gesagt, Gerhard, da gibt es im Oberland einen Mensch, ich hätte den Motz freut, wenn du mit dem trainierst. Das ist genau der richtige Typ für dich. So ist es zustande gekommen, Mario, dass ich dich kennengelernt habe. Ich habe einen richtigen Tiroler kennengelernt, nicht besonders redselig. Es war für mich aber ein Mensch, oder ist ein Mensch, begeisternd. Er hat ein Fundament, wie man es sich nur wünschen kann, und eine Ehrlichkeit, wie man sie heute selten findet. Es ist so nett, ich habe einen Menschen kennengelernt, der was es versteht, seine Energie perfekt einzuteilen. Das war schon in der Schule, so in Stams, wo er zu mir gesagt hat, wenn es in den schulischen Leistungen nicht gar so passt hat, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder zwei, drei Rennen gewinne, dass ich wieder eine Ruhe habe. Genauso war es so wunderschön, wo er zu mir gesagt hat, Gerhard, komm mit mir mit, schau mir mein Pferd an, den Lorenzo. Ein wunderschönes Pferd, so spritzig, genauso wendig, so müssen wir Skifahren, so wie der läuft, so wie sich der bewegt. Wir haben uns dann gemeinsam Trainingsmethoden einfallen lassen, Mario. Und wo ich dann gesehen habe, im Stall, Futter, Lorenzo, Haferkübel, Mario, dann habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber das war nicht so. Man sagt zwar Pferdeflüsterer, aber ich kann nur eins sagen, Mario, und das, da halte ich nicht aus, wenn ich das nicht sagen kann. Christoffersen, fährt da wie einen Traumlauf. Marcel Hirscher fährt in einen Lauf, dass man nicht mehr besser fahren kann. Und du, Mario, stehst oben, und die haben unten schon gesagt, ich denke, Marcel, du wärst heute Olympiasieger. Und du bist oben gestanden, Mario, ich habe deinen Blick gesehen, dein Auge. Und dann bist du aus dem Starthaus, Oberkörper vorgebeugt, über die Skispitzen drüber, unverwechselbar dein Lauf. Das hat mich erinnert, wie du das gesagt hast, so wie wir unsere Trainingsmethoden gemacht haben. Elegant, schön, wunderschön. Und dann war grün. Grün, Mario. Und eins, Mario, heute hast du einen Preis bekommen. Diesen Preis, Mario, den kann man sich wünschen, aber den kann man nicht bestimmen, den kann man gar nicht kriegen. Die Bevölkerung, Mario, hat die gewählt, weil sie das schätzen, deine Ehrlichkeit und so wie du bist. Und wenn du das heute bekommst, Mario, dann will ich dir nur sagen, ich mag dich sehr gern und ich bin total froh, dass ich dich kenne. Und eins hoch zu, was ich sage, Mario, wir haben es uns immer gewünscht.
Mario, du bist der Champ. So, jetzt muss ich mir fast selbst eine Träne aus dem Auge wischen. Mario Matt, wie sehr geht einem denn das Herz auf? Zum einen mit dem Victor und zum anderen bei einer solchen Laudatio. Ja, natürlich ist die Freude riesengroß. Ich möchte mich in erster Linie mal bedanken für alle Wähler. Es freut mich natürlich sehr. Und ja, der Gerhard und mich verbindet mittlerweile sehr viel. Wir arbeiten seit 14 Jahren sehr eng zusammen. Auch sonst sind wir sehr gut befreundet, egal ja, was einem bedrückt oder ob es einem gut geht oder Freude teilen. Wir führen sehr viele Gespräche und ja, wir trainieren gemeinsam und ja, ohne ihn wäre sicher vieles nicht möglich gewesen. Und ja, wir sind auf jede Saison, kann ich sagen, die letzten 14 Jahre, da sind wir top vorbereitet war und ja, bis ins Letzte motiviert war. Hättest du selbst jemals gedacht, dass deine Karriere eigentlich so verläuft wie eine Herzschlaglinie auf der Intensivstation? Mal ganz oben, mal ganz unten, mal ganz oben, mal ganz unten. Jetzt mit 35 ganz, ganz oben als frisch gebackener Slalom-Olympiasieger. Das ist eigentlich fast wie in einem Hollywood-Film. Ja, natürlich hätte ich mir das nicht so vorgestellt, dass es immer wieder die Täler zum Überwinden gegeben hat. Aber ja, am Anfang im Weltcup ist sehr schnell dahingegangen, auch einfach gelungen, aber ja, dann sind schwere Verletzungen gekommen, die Schulterverletzung hat mich schon weit zurückgeworfen und ja, das hat mir sehr viel Kraft und auch Geduld habe ich da gebraucht, um da wieder zurückzukommen und ja, das war dann der zweite WM-Titel 2007 in Aare, das war dann schon ja, eine große Genugtuung, dass ich das ein zweites Mal geschafft habe und die letzten Jahre dann, ja, immer gut vorbereitet, hart trainiert und es hat sich eigentlich immer ausgezahlt, die Geduld zu bewahren und das harte Training. Gerhard, also wirklich wortkarg ist der Mario jetzt nicht mehr, du aber auch nicht. Jetzt schätzen wir mal, wie oft hast du in all diesen Jahren zu ihm gesagt, jetzt hoch einmal Mario? Das kann ich jetzt nicht sagen, das ist... Bei Mario habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich viel mehr gelernt von ihm, als wie er von mir. Man muss nur in Mario zuhören. Wenn man das kann, der Mario hat eine irrsinnig hohe Körperintelligenz. Er sagt eigentlich an ganz genau, was er braucht. So war es auch heuer, wo er gesagt hat, Gerhard, auf den Heimtrainer oben eineinhalb Stunden sitzen, das mag ich nicht. Aber er kennt jede Bergalm, er kennt jede Hütte, weiß, wo der Kaiserschmarrn gut ist, wo er nicht gut ist. Das heißt, er ist einfach ein so naturverbundener Mensch, er trainiert am liebsten in der Natur. Und wenn man ihm zuhört und wenn er sagt, ich brauche Kraft, ich brauche Spritzigkeit, und wenn man das dann umsetzen kann, dann hast du eigentlich, ich sage immer, der Mario, für einen Trainer ein Geschenk. Ein Geschenk nicht nur für einen Trainer, sondern auch für uns, für alle seine Fans. Mario, du wirst in der nächsten Saison wieder mit dabei sein. Das hast du schon angekündigt. Ja, jetzt liegt uns allen, glaube ich, eine Frage auf der Zunge. Ja, als Olympia-Slalom-Sieger, warum tust du dir das noch an? Warum sagst du nicht so, jetzt setze ich mich auch zur Ruhe wie Wolfgang und Andreas Linger. Lass es mir gut gehen bei meinen Pferden. Ja, ehrlich gesagt, da habe ich schon sehr viel nachgedacht da und ja, auch die letzte Zeit sehr viel hin und her überlegt. Ja, aber irgendwie hat es mir auch in Lenzerheide beim letzten Rennen, wo ich am Schnee war, eigentlich immer noch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich fühle mich eigentlich körperlich sehr fit, eigentlich besser wie vor 5-6 Jahren einmal. Und von dem her, ja, solange es Spaß macht, glaube ich, ja, steht jetzt da nichts dagegen. Sympathisch, gelassen, erfolgreich und in der nächsten Saison wieder mit dabei, der Tiroler Sportler des Jahres, Mario Matt. Ich bitte jetzt alle Preisträger der diesjährigen Tiroler Sportlerwahl zu uns auf die Bühne, alle ihre Laudatoren, denn das war sie. Die Tiroler Sportlerwahl 2013, unsere Siegerinnen, unsere Sieger, die Preisträger, die den Victor entgegengenommen haben, sie sind gekürt. Ich bedanke mich.
Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der Tiroler Sportlerwahl 2014. Auf Wiedersehen.